So wie die Emissionen auf globaler Ebene zwischen den Ländern sehr ungleich verteilt sind, sind die Emissionen auch innerhalb von Ländern sehr ungleich verteilt, je nach Einkommensgruppen und Lebensstilen. Das wurde zum Beispiel für Großbritannien untersucht, aber auch für Österreich in einer Studie von Greenpeace aus dem Jahr 2020. Dabei wurde deutlich, dass die reichsten 10% der österreichischen Haushalte etwa viermal so viel emittieren wie die ärmsten 10%. Und immerhin noch mehr als doppelt so viel wie der gesamtösterreichische Durchschnittshaushalt. An der Grafik sieht man sehr schön, wie sich die Emissionen einmal in der Gesamthöhe nach den unterschiedlichen Einkommensdezilen, also 10%-Gruppen, aufteilen und einmal nach den unterschiedlichen Sektoren, also den Tätigkeiten, Aktivitäten, durch die sie verursacht werden. Was hier deutlich wird, ist, dass vor allem Fahrzeuge und Flugreisen, also Mobilität, erheblich zu den sehr viel höheren Emissionen der reicheren Haushalte beitragen. Ernährung und medizinische Versorgung tun das auch, aber in sehr viel weniger ausgeprägtem Maße. Es gibt eine Studie, auch aus dem Jahr 2020, die schätzt, dass ca. 2-4% der Weltbevölkerung im Jahr 2018 überhaupt international geflogen sind und dass ca. 1% der Weltbevölkerung für etwa die Hälfte aller Emissionen durch Flugreisen verantwortlich ist. Man sieht also eine sehr stark ausgeprägte Abhängigkeit von Einkommen und Lebensstilen und Emissionen. Zum Thema der ungleichen Verteilung von Emissionen in der Bevölkerung spreche ich jetzt mit dem Klima- und Finanzexperten von Greenpeace Österreich, Herrn Adam Pavlov. Herr Pavlov, Sie haben im Jahr 2020 eine Studie mit dem Titel Klimaungerechtigkeit in Österreich veröffentlicht. Was sind denn die zentralen Ergebnisse Ihrer Untersuchung in der Studie? Also wir haben uns die Verteilung der Emissionen in Österreich angeschaut, und zwar gestaffelt nach Haushaltsdezilen. Und von den zentralen Ergebnissen zeigt sich, also der Durchschnitt liegt bei rund 20 Tonnen CO2-Äquivalente pro Haushalt und Jahr. Die reichsten 10% in Österreich emittieren so rund viermal so viel wie die ärmsten 10% und mehr als das unterste Drittel insgesamt. Also man sieht selbst in einem doch relativ gleichen Land wie Österreich eine doch, sage ich mal, gravierende Ungleichverteilung, wenn es um die Emissionen und damit auch um den Verbrauch der Atmosphäre geht. Das ist ja massiv. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, im internationalen Vergleich hat man das zwischen den Ländern ja auch. Ne? Die einen Länder emittieren sehr, sehr viel, die anderen sehr wenig. Und mit den unterschiedlichen Lebensstilen ist das ja jetzt nicht komplett überraschend. Aber was würden Sie denn sagen, wenn man jetzt diese Ergebnisse für Österreich, diese großen Unterschiede vergleicht mit anderen Ländern? Sind diese Unterschiede in Österreich stärker ausgeprägt als anderswo? Oder wie sieht der internationale Vergleich da aus? Nein, also Österreich ist ein relativ gleiches Land. Also wenn man sich den internationalen Vergleich anschaut, und es ist, ich sage mal, sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht immer, würde ich ein bisschen zur Vorsicht raten, weil sozusagen nicht alle Studien genau derselben Datenqualität, natürlich auch nicht derselben Datenverfügbarkeit zugrunde legen. Aber wenn man sozusagen die verfügbaren Daten, die verfügbaren Studien hernimmt, die es so gibt, dann sieht man natürlich eine auf globaler Ebene nochmal deutliche Verschärfung dieser Ungleichverteilung. Also nur um ein paar Zahlen vielleicht zu zitieren. Oxfam hat vor 5 Jahren rund um den Pariser Klimagipfel eine Studie herausgebracht, wo sie sich wirklich die globale Verteilung angesehen hat. Und da zeigt sich, die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung, also seinerzeit rund 3,5 Milliarden Menschen, sind für nur 10% der globalen Emissionen verantwortlich. 50% der globalen Emissionen hingegen gehen auf die reichsten 10%. Also natürlich ein massives Auseinanderklaffen. Es gibt auch Studien, die sich das für die EU angesehen haben. Und das ist natürlich viel mehr mit Österreich vergleichbar. Auch hier sieht man, dass im europäischen Vergleich Österreich immer einigermaßen gleich ist.
Die obersten 10% in Europa, im europäischen Durchschnitt, verursachen so rund ein Viertel der Emissionen. In Österreich sind es 20%. Und die 10% höchsten Emittenten, wenn man so will, in der EU, emittieren mehr als die unterste Hälfte. In Österreich ist es das unterste Drittel. Also nur, dass man das so ungefähr ein bisschen einordnet. Selbe Größenordnung, trotzdem Österreich ist gleicher, was aber nicht heißt sozusagen gleich, ganz im Gegenteil. Was sind denn die zugrunde liegenden Ursachen dieser unterschiedlich hohen Emissionen? Welche Faktoren oder welche Aktivitäten machen denn da am meisten aus? Ja, also wenn man in Österreich die obersten 10 mit den untersten 10% vergleicht, dann sind die Emissionen in so ziemlich jeder Kategorie größer. Das ist soweit klar und verständlich. Wirklich krass werden die Unterschiede in zwei sogenannten Makrokategorien. Und das sind einerseits Verkehr. Da emittiert das oberste 10% der Haushalt 7-mal so viel wie das unterste 10%. Und in der Makrokategorie Reisen und Urlaub sind es sogar 8-mal so viel. Und da muss man sogar dazu sagen, dass unsere Daten relativ konservativ gerechnet sind. Aufgrund der gewisser fehlender Granularität. Also man weiß zum Beispiel bei den Flugreisen nicht die Destinationen. Es ist davon auszugehen, dass reichere Menschen natürlich weiterreisen und somit eben mehr CO2-Emissionen zugrunde liegen, als wir jetzt angenommen haben. Dennoch haben wir eben das Achtfache. In diesen zwei genannten Kategorien emittiert das reichste 10% schon überhaupt mehr als das ärmste 10%, alle anderen Kategorien mit eingeschlossen. Also das sind die wesentlichen Treiber. Man sieht es auch zum Beispiel bei den finanzierten Emissionen der Ersparnisse, die dann bei den reicheren Haushalten angelegt werden. Aber wirklich krass wird es eben bei Verkehr und bei Reisen. Okay. Was heißt denn das jetzt, wenn man das mal ins Aktive reindenkt, also in Klimapolitik, in Sozialpolitik? Was für Schlüsse muss man denn jetzt aus solchen Ergebnissen ziehen für eine wirksame, aber vor allem auch für eine gerechte Klimapolitik in Österreich? Ja, also es gibt natürlich verschiedene Ansätze, die man hier verfolgen kann. Also das eine ist ganz klar ein wichtiger Hebel. Das ist ja nicht ein Hebel, mit dem man alles löst, aber ein wichtiger Hebel ist die Bepreisung von Emissionen, die ganz dringend her muss. Also Emissionen müssen ihren Preis bekommen, damit diese Externalitäten der CO2-Emissionen eingepreist werden. Man muss allerdings dazu sagen, damit ist es nicht getan, weil wir haben die Situation, dass ein CO2-Preis natürlich die Ärmeren, vor allem die Ärmsten, ungleich treffen würde, weil eben sie einen höheren Anteil bis all ihr Einkommen ohnehin schon für ihre täglichen Bedürfnisse aufwenden. Das heißt, eine ökosoziale Steuerreform muss eben die Komponenten Öko und Sozial enthalten. Das heißt, es braucht eine Form des sozialen Ausgleichs. Es gibt da verschiedene Modelle, mit denen man handhaben kann, aber üblicherweise wäre so irgendeine Form des Ökobonuses oder einer grünen Dividende. Das heißt, man nimmt die Einnahmen, die durch die CO2-Steuer generiert wird, die auch im Großen und Ganzen deutlich mehr von den Reicheren getragen wird, und verteilt die gleichmäßig über alle Haushalte. Und somit hat man so eine umverteilende, eine progressive Wirkung, weil die ärmeren Haushalte natürlich mehr zurückerhalten, als sie tatsächlich aufwenden. Also man kann auch diesen Einkommensumverteilungseffekt damit erzielen. Gleichzeitig haben aber alle nach wie vor denselben Anreiz, ihre Emissionen zu reduzieren, weil sie dann damit weniger CO2-Abgaben bezahlen. Das ist sozusagen das eine. Es braucht aber meiner Meinung nach auch deutlich darüber hinaus andere Lenkungsmaßnahmen, vor allem im Bereich Verkehr, wo man diese besonders starken Unterschiede sieht. Und am Ende des Tages werden wir auch nicht
Also es braucht einen technologischen Wandel, logischerweise. Es braucht aber auch sozusagen einen kulturellen Wandel. Also wir müssen als Gesellschaft über kurz oder lang irgendwann mal auch sesshafter werden. Es braucht eine Reduktion der Personenkilometer, das natürlich auch über einen Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel gelingen kann. Aber irgendwann mal werden wir auch über ein Verbot von Verbrennungsmotor und ähnlichen autofreien Städten und derartigen Maßnahmen auch nachdenken müssen. Was mich interessieren würde, ist, wie sieht das denn aus in Österreich mit politischen Mehrheiten für so eine CO2-Sozialsteuer? Ist das absehbar? Zeichnet sich da irgendwas am Horizont ab oder ist das in weiter Ferne? Ja, also im aktuellen Regierungsprogramm der türkis-grünen Regierung sind ganz klar einige steuerliche Maßnahmen, Ökosteuern vorgesehen. Der eine Teil, sage ich mal, für das letzte Jahr, das bislang zum Teil umgesetzt wurde, zum Teil eben unter anderem aufgrund der Pandemie noch nicht, bezieht sich auf den Bereich Verkehr. Da ging es um zum Beispiel Reform von Pendlerpauschale, die derzeit stark ist, den Autoverkehr begünstigt, Flugticketabgabe, die Normverbrauchsabgabe, das ist eine emissionsabhängige Steuer, die man beim Kauf eines Fahrzeuges bezahlt und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen ein Teil und ein zweiter Teil, der eben auch im Regierungsprogramm vorgesehen wird. Und wenn man den politischen Vertreterinnen so zuhört, auch Anfang nächsten Jahres kommen sollte, ist eine Form der CO2-Bepreisung. Wie genau die dann aussieht, sozusagen Höhe und welcher Mechanismus dafür dann kommt, werden wir dann sehen. Aber tatsächlich dürfte es aktuell eine politische Mehrheit dafür geben. Das sind ja gute Aussichten mal nach vorne in allem anderen Gemenge. Ich würde sagen, also es sind auf jeden Fall gute Aussichten. Generell, wie das Regierungsprogramm in der Gänze im Hinblick auf die Klimapolitik zu beurteilen ist, es sind viele gute Ideen drinnen für wirklich den Umbau, den es bräuchte, um die Pariser Klimaziele, also die Begrenzung der Erderhitzung auf 1,5 Grad zu erreichen, reicht es nicht. Und am Ende des Tages, Ankündigungen, das ist das eine, Umsetzung ist das andere. Und auch diese Regierung wird man, so wie alle anderen Regierungen, einfach an ihren Taten messen müssen. Und was man bislang sieht, und natürlich hatten wir jetzt auch im letzten Jahr stark veränderte Rahmenbedingungen mit der Pandemie, aber was man bislang sieht, ist, dass diese Regierung vor allem sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen hat. Geld ist schon mal gut, Ausbau öffentlicher Verkehr, Ersatz von Ölheizungen, Gasheizungen, derartigen Maßnahmen. Aber es braucht auch die Gesetze, es braucht die regulatorische Seite und die fehlt bislang. Also wir warten gespannt, aber das Regierungsprogramm, sage ich mal, lässt hoffen. Gibt es denn Informationen darüber, wie stark unterschiedliche Einkommensgruppen in Österreich anfällig oder verwundbar gegenüber Klimarisiken oder Klimawandelfolgen sind? Also mir sind jetzt keine Studien bekannt. Ich weiß, dass es Arbeit zu Energiearmut generell gibt. Und ja, natürlich, also prinzipiell, je ärmer, desto eher ist man derartigen Auswirkungen ausgesetzt. Also ich denke, also eine der Auswirkungen, mit denen wir in Zukunft auf jeden Fall konfrontiert sein werden, ist zunehmende Hitze. Die Frage, ob man sich dadurch dagegen schützen kann. Ich würde sagen, insgesamt sind wir in Österreich, zählen wir unter Anführungszeichen zu den Glücklichen bei den Auswirkungen der Klimakrise. Und es gibt viel, viel exponiertere Gegenden auf der Welt. Aber prinzipiell gilt immer, dass je mehr finanzielle Mittel, desto eher kann man sich anpassen, weil man einfach entsprechend heizen, kühlen, dämmen. Man ist mobil. Man kann einfach Anpassungsmaßnahmen setzen, die man ohne finanzielle Mittel schwer setzen kann. Na, da ist Österreich tatsächlich dann ähnlichen Grundprinzipien unterworfen, tatsächlich auch wie der kleinbäuerliche Betrieb in Thailand oder in Bangladesch oder sonst wo.
am Ende des Tages werden wir alle betroffen. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal ganz herzlich. Ja, danke.